Hallo bei Praxis Camus. Ja, die Tage werden kürzer und uns steht schlicht und ergreifend eine dunklere Jahreszeit bevor. Für den einen oder den anderen kann es natürlich dann ein bisschen ja, unangenehm werden, denn es entsteht dann eventuell ein so Winterblues bzw. so eine Winterdepression. Was ist das überhaupt und wie entsteht sie? Man muss sich vorstellen, wir sind nun mal, ja, auch wenn es sich vielleicht jetzt sehr esoterisch anhört, Lichtwesen und wir brauchen Licht. Wir brauchen hohe Lichtstrahlen, um im Endeffekt unseren Vitamin-D-Haushalt stabil zu halten, aber auch als Gegenspieler für ein Hormon, was wir im Körper produzieren, und zwar das Melatonin, das berühmte Schlafhormon. Und diese zwei Faktoren, Vitamin D und Melatonin, spielen bei der Winterdepression, beim Winterblues eine elementare Rolle. Zum einen, durch die dunklere Jahreszeit sinkt unser Vitamin D-Spiegel, was ein Stimmungstief auslösen kann. Das andere ist halt das Melatonin. Wenn wir morgens aufstehen im Sommer und wir haben hohe Lichtstrahlen und haben es schon früh hell, dann wird die Produktion des Melatonins heruntergefahren. Und tagsüber, wenn viele Lichtstrahlen sind, ist sie ausgesetzt, die Produktion. Wenn es aber nicht so hell ist, das heißt die Luxzahl, die Lichteinheit geringer ist, dann wird schlicht und ergreifend weiterhin und erstens mal sehr langsam das Melatonin abgebaut und auch ja, nicht gestoppt. Und das hat dann zur Folge, dass wir einfach müde, erschöpft ja, und etwas antriebsloser sind. Wie können wir dagegen angehen? Zum einen ist natürlich, wenn ich weiß, dass Licht hier eine ganz große Rolle spielt, die Möglichkeit, dass Sie im Homeoffice oder wenn es möglich ist, bei Ihnen auf dem Arbeitsplatz mit Tageslichtlampen arbeiten. Diese Lampen gibt es im Fachhandel, gibt es einmal so als eine Art, ja, kleines für den Hausgebrauch, so ein kleiner Kasten, wo man sich davor setzt und 20, 30 Minuten morgens, vormittags sich mit diesem Tageslicht bestrahlen lässt und dort hineinschaut. Das ist das eine. Oder man nutzt es im Büro oder halt auch im Homeoffice, dass man sich eine Tageslichtlampe einfach ja, in die Fassung schraubt. Das ist der erste Punkt. Zweitens sollte man natürlich seinen Vitamin-D-Spiegel extremst hochgefahren haben, um einfach diese zwei Defizite, die dazu führen können, ja, auszuschließen oder zu reduzieren. Ein weiterer Tipp ist, man muss wissen, dass Koffein, also morgens eine schöne Tasse Kaffee, die Melatoninproduktion hemmt bzw. neutralisiert. Das heißt, wenn ich morgens beispielsweise schon künstliches Tageslicht habe und dann auch noch einen hohen D-Spiegel, aber auch eine Tasse Kaffee trinke, dann bin ich einfach morgens fitter, weil mein Melatoninspiegel runtergeht. Ganz wichtig aber auch ist natürlich, dass man dann auch Glückshormone ausschüttet. Das heißt, viel Kontakte mit anderen Leuten haben, viel Lachen. Auch das ist etwas, was natürlich uns gut tut. Vielleicht sich hier und da ein Haustier anschaffen, Hund spazieren gehen, vom Nachbarn mein Hund dann auch viel an die frische Luft prinzipiell gehen. Das sind erstmal Sachen, die Sie zu Hause machen können, um natürlich dieser Winterdepression, diesem Winterblues ja, entgegenzuwirken. Es gibt aber Menschen, die genau das machen und dennoch im Winter da deutliche Defizite im Allgemeinbefinden und in der Psyche haben. Und hier gibt es dann auch noch eine Möglichkeit, die ich persönlich sehr, sehr gerne dann meinen Patienten verordne. Ein Pflanzenstoff. Und zwar ein Pflanzenstoff, der sehr häufig belächelt wird, teilweise auch ja, deutlich unterbewertet ist, der aber, das haben aktuelle Studien gezeigt, eine extrem antidepressive Wirkung hat, und zwar eine so starke stimmungsaufhellende und antidepressive Wirkung hat, dass es einem chemischen Antidepressivum, und in dieser Studie war es das sogenannte Citalopram, ein Antidepressivum, was bei leichten bis mittelschweren Depressionen eingesetzt wird, und zwar in der Dosierung von 20 Milligramm, in der Wirkung absolut ebenbürtig war und aufgrund seiner geringeren Nebenwirkungen eine viel höhere Akzeptanz und ja, positive Wirkung erreicht hat. Es geht um das Johanniskraut. Johanniskraut ist in der Phytotherapie ein eingesetztes Mittel, was sehr, sehr gerne für halt diese leichten bis mittelschweren Depressionen eingesetzt werden kann. Und das Wichtige hierbei ist, dass man aber auch weiß, dass hierbei der berühmte Spruch, die Dosis macht das Gift. Also wir hier eine ganz bestimmte Dosis brauchen, um diesen antidepressiven Effekt zu bekommen. Die
Präparate, die man in der Regel in den Drogerien bekommt, die sind einfach dafür nicht ausreichend. Das heißt, man sollte sich dann wirklich bei seiner Therapeutin, Therapeuten informieren, welches hier das passende, richtige ist mit der richtigen Dosierung. Das Johanniskraut hat aber auch Wechselwirkungen, das muss man wissen. Es ist zum Beispiel für Patienten, die Virostatika, also antivirale Mittel, Chemotherapie haben, also Zytostatika einnehmen und vor allem bei Frauen ein bisschen abzuwägen. Warum bei Frauen? Weil es die Wirkung der Antibabypille verändern kann. Das heißt also, Patienten, die eine Immuntherapie haben, die Zytostatika, antivirale Mittel nehmen oder auch die Pille, da sollte man nochmals ganz, ganz genau das mit seinem Therapeuten besprechen. So ein Wirkungseintritt von Johanniskraut gleichgesetzt, wie gesagt, mit dem Citalopram haben wir dann so etwa nach 14 Tagen. Und mit dieser Kombination Johanniskraut plus morgens Kaffee, rausgehen, Freunde treffen, viel, viel lachen, gleichzeitig auch an das Vitamin D denken und die Tageslichtlampen. Und damit kommt man dann auch sehr, sehr gut durch die dunkle Jahreszeit und fühlt sich von der Psyche her sehr, sehr stabil und sehr gut. Deshalb, in diesem Sinne, bleiben Sie gesund und haben Sie noch eine schöne Woche. Ihre Praxis Camus.